Hallo und willkommen zu diesem Windows 10 Tutorial. Es geht diesmal um Wiederherstellungspunkte. Um so einsetzen zu können, muss der Computerschutz aktiviert sein und die Einstellung findet ihr, indem ihr hier unten links auf das Fenstersymbol klickt, dann Einstellungen auswählt, anschließend klickt ihr auf System, dann auf Info und schließlich auf Systeminfo. Und sobald ihr das gemacht habt, erscheint dieses Fenster. Hier wählt ihr dann links Computerschutz aus und es öffnet sich ein weiteres Fenster, nämlich Systemeigenschaften. Und hier in den Systemeigenschaften kann nun der Computerschutz aktiviert werden. Ihr kommt übrigens schneller zum Ziel, wenn ihr hier unten links auf das Lupensymbol klickt und anschließend gebt ihr Wiederherstellungspunkt ein. Dann seht ihr schon, dass ihr hier Wiederherstellungspunkt erstellen auswählen könnt und es öffnet sich ebenfalls das Fenster Systemeigenschaften. Ihr könnt sehen, dass der Computerschutz hier für das Laufwerk C deaktiviert ist. Um ihn zu aktivieren, klickt ihr hier auf Konfigurieren, wählt dann hier Computerschutz aktivieren aus und hier unten könnt ihr dann noch festlegen, wie viel Speicherplatz für die Wiederherstellungspunkte belegt werden darf. Anschließend wählt ihr dann OK aus und nun könnt ihr sehen, dass hier unter Schutz eingestellt ist. Bei umfangreicheren Aktualisierungen macht Windows 10 automatisch einen Wiederherstellungspunkt. Ansonsten könnt ihr hier auf Erstellen klicken und dann könnt ihr dem Ganzen einen Namen geben, das mit OK bestätigen und dann seht ihr schon, dass jetzt der Wiederherstellungspunkt erstellt wird. Ein Wiederherstellungspunkt zu erstellen bedeutet übrigens nicht, dass eine Komplettsicherung gemacht wird. Dafür gibt es den Dateiversionsverlauf oder die Möglichkeit, ein Systemimage zu erstellen, sondern Wiederherstellungspunkt bedeutet, dass die Systemeinstellungen gesichert werden. Und das ist dann zum Beispiel sinnvoll, wenn man neue Treiber installieren möchte und man möchte sicher gehen, dass man noch eine Möglichkeit hat, wieder zu einem älteren Zeitpunkt zurückzugehen, falls der neue Treiber nicht funktionieren sollte. Das war's auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.